Hey Radsportfans, Bock auf einen Blick hinter die Kulissen? Zusammen mit Krombacher 0,0? Dann kommt mal mit! Ja, ich meine, die Rennen gibt es teilweise über 100 Jahre und die werden auf den gleichen Streckenabschnitten gefahren. Die Länge der Rennen ist was Besonderes, teilweise über 250 Kilometer, sehr viele Anstiege, sehr viele schwere Streckenabschnitte und dieser Mythos ist sicherlich aus der Schwere des Rennens entstanden und aus der Historie. Wenn man so ein Rennen gewinnt, hat man einfach einen riesen Namen und deswegen möchte jeder so einen Klassiker natürlich so gut wie möglich fahren. Ja, die Erfahrung ist natürlich wahnsinnig wichtig bei Kopfsteinpflasterrennen, weil da die Positionierung zu den Schlüsselstellen extrem wichtig ist. Die Strecke ist echt verwinkelt und dann hast du auch immer die mittlere in der Mitte von der Straße, wo du aufpassen musst. Also du hast da gar nicht so viele Möglichkeiten nach rechts und nach links zu schauen, weil du wirklich die ganze Zeit so konzentriert fahren musst. Aber ich habe mir Videos angeschaut und da ist mir das erst wieder so ins Bewusstsein gekommen, was das eigentlich für krasse Atmosphäre vor 2 Jahren noch war. Für die ist das wie ein Volksfest. Das weiß man eigentlich erst so richtig, wenn man das schon ein paar Mal gefahren ist. Ja, besonders schwierig oder die Besonderheit von Kopfsteinpflasterrennen ist natürlich die Belastung durch das Kopfsteinpflaster und durch die Länge des Rennens. Problematisch sind natürlich zum einen Stürze, die auf gerade bei feuchten Wetterbedingungen auf Kopfsteinpflaster immer wieder auftreten können. Ganz besonders beim Kopfsteinpflaster sind es vor allem die Handgelenke und die Schultern, die große Probleme machen. Das Kopfsteinpflaster löst extreme Vibrationen aus, die auf Dauer eben Muskeln, Gelenke und Bänder stärker beanspruchen als zum Beispiel ein normales Straßenrennen. Of course, the seat post, seat locks, that everything stays closed and will not loose, or the seat will not drop. Same goes with the handlebar. And for sure, on the gravel races, you pay more attention and double check everything twice or even 3 times. So the tire pressure is different and different tires for sure. Turbo cotton, hell of north, so. It has stronger surface and more structure here on the top. It has good endurance and it's not so fragile, so you can really do long kilometers with it.